Servus Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Wir machen weiter bei Isaac. Heute mit einem, oder jetzt gerade, mit einem Greed Mode. Und bevor ich jetzt hier irgendeinen aussuche oder so, mache ich random. Gucken, wen wir machen. Eve müssen wir machen. Ja, dann gucken wir noch mal. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Oh, hier. Wir bekommen schon mal ein paar Herzen. Das ist mega nice. Hier machen wir die Feuer mal aus, in der Hoffnung, dass da irgendwie ein bisschen Münzen drin sind. Aber nein, nix. Gar nix. Also, wir starten mit der ersten Ebene. Und hoffen, dass hier nicht allzu anstrengende Gegner gleich am Anfang kommen. Och, na egal. Ich wurde jetzt einmal getroffen quasi. Das heißt, mein Vogel ist jetzt aktiviert. Der hilft mir halt. Macht eigentlich auch recht gut Schaden. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, oh, das war knapp. Oh, hier diese Dinger da, ne? Mag ich gar nicht. Genauso wie diese komischen Pickel. Wenn das überhaupt Pickel sind. Oh, scheiße. So, der ist tot. So. Nach den Spinnen kommt auf jeden Fall auch nochmal was an Gegnern. Denn das sehe ich nämlich an der Uhr. Weil, wenn das nämlich die letzten Gegner wären, wird nämlich die Tour nicht mehr laufen. So, das sind jetzt alles. Also, wenn ich die jetzt alle tot habe, dann kann ich auch erstmal in den Shop gehen, mir einen Schlüssel kaufen und in den Goldenen gehen. Heute sind wir wieder hier auf Itemsjagd. Also der letzte Run mit Eve war ja jetzt gerade nicht so einer der geilsten. Aber ja, es war akzeptabel. Oh, Book of Revelations benutzen wir mal. Bekommen ein blaues Herz dazu. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt direkt noch die Batterie. Und machen uns noch ein zweites dazu. Und ab in den... Ja, nee, wir sind ja noch in derselben Ebene. Halt aber einfach in Part 2 von der ersten Ebene. Wenn man das so sagen darf. Ah, die nerven mich aber auch. Vor allen Dingen mit den Kackhaufen dann. Das ist so ätzend. Aber eigentlich sind sie auch trotzdem gechillt. Oh. Da ist die Zeit schon wieder abgelaufen. Oh, Alter. Mann. Was stimmt denn mit denen nicht? Wow. Auf jeden Fall ist das jetzt hier der letzte. Und hier, oh ne, der spawnt jetzt diese Dinger. Finde ich gar nicht nice. Möchte ich nicht haben. Aber der ist ja auch gleich Geschichte. So. Jawohl. Machen wir hier die Scheiße nochmal weg. Aber nee, ist ja natürlich nichts drin. HP Upgrade gönnen wir uns mal. Für den eventuellen Devil Deal. Also haben wir safe. Nur vielleicht ist ja was drin, was wir mega feiern. Und das werde ich mir dann gönnen.
Weil ab und zu darf man sich auch mal was gönnen, ne? Auch wenn es das Leben kostet. Also jetzt nur im Spiel. So. Das große Ding ist futsch. Jetzt sind hier noch die Kleinen da. Da ist der letzte. Und da haben wir auch einen Devil Deal. Bekommen 2 Herzen. Auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Aber im Shop. Ah, Mann. Miese Brise. Dann kicken wir mal. Können wir hier noch. Nee. Diese Ebene ist erledigt, Freunde. Rein geht's in die nächste. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da für Gegner bekommen und vor allen Dingen, was wir hier für Items haben. Ah, das ist, glaube ich, Tiers, ja. Merkt man auch schon, ist ein bisschen Damage dabei und schnellere Tränen. Haben wir hier irgendwie was im Angebot? Ja, das ist nice. Das werde ich mir auf später auf jeden Fall noch gönnen. Einen Schlüssel werde ich mir gönnen. Und dann mal gucken, was hier danach kommt. Weil die anderen sind recht scheiße. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh. Jawohl. Also bis jetzt läuft die Ebene. Bis jetzt macht die Ebene richtig Fun. Wir sind recht stark, muss ich sagen. Bis jetzt auch noch kein Damage, kein Schaden bekommen. Aber das sollte ich, glaube ich, nicht allzu laut erzählen. Aber das kleine elendige Ding da weg noch. Und jetzt. Oh. Hoppala. Von wo kommen die ganzen Dinger denn her? Ich habe die doch weggemacht. Ah, mit Sicherheit hier wegen der Zeit. Oh, das wird hier gerade alles ein bisschen zu viel. Wow. Schleicht dich doch nicht einfach so an. Ach, aber egal, mein Vogel wird aktiviert. Ah, ich nehme gerade extrem Schaden. Will ich aber nicht. Mann! Na, aber egal. Wir haben unsere Münzen, die wir brauchen. Wir gönnen uns das hier. Wir gönnen uns das hier. 5 Münzen brauchen wir noch, dann kriegen wir nämlich noch ein weiteres HP-Upgrade. Boah, ja, Mann. Holzsatz ab, Magic Mushroom. Auch mega geil. So, mein Buch mal aktivieren. Ja, komm her, Junge. Ah, scheiße. Ich bin an die Stachel gekommen. Das heißt, das war's jetzt hier mit diesem, mit Gegnern in diesem Raum. Das ist der letzte. Mann! Ich brauche doch aber das Geld. Eine Münze fehlt mir. Fuck. Na egal, hoffe ich. Ja, aber hier bekommen wir die Münze. Mann. Hoppala. Oh. Mann. Nicht gut. Ja. Oh, nice. Eine Ebene, also ein Dings haben wir jetzt noch. Hier haben wir ein HP-Upgrade. So, eine Münze kriegen wir jetzt hier leider nicht mehr. Sonst hätte ich mir nämlich schon mal einen Schlüssel für die nächste Ebene geholt. Dass ich da in den goldenen Raum komme. Aber irgendwie kriegen wir keine Münzen gerade.
Ja, hier, die sind ja eigentlich auch recht gechillt. Jetzt gleich hier mit dem Devil dealen. Ach, da hat. Oh, Angel Deal. Wow, Münzen, Freunde, wir können uns doch noch was gönnen. Haha. Holen wir uns einen Schlüssel, oder? Ja, Schlüssel holen wir uns. Ja, das reicht auch, ne? Und rennen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwie mal so ein richtiges Damage-Item. Damit wir halt noch ein bisschen stärker werden. Denn, Freunde, ihr habt Greed schon kennengelernt hier auf meinem Kanal. Was ist das denn hier? Double Shot! Nice! Oh, hier. Das ist Range Up, das ist... Weiß ich gar nicht so genau. Nehme ich Range Up. Moms Lippenstift. Was haben wir hier? Oh, hier. Ne, das ist nicht Damage, oder? Ist das Damage? Ne, ist kein Damage. Ja. Was ist denn das andere? Hm. Ich brauche eigentlich nur eine Bombe. Was haben wir hier für eine Pille? Amnesia. Ja, okay. Ist ja sowieso eigentlich egal. Ach. Denn ich sehe ja... Oder ich muss ja sowieso nicht in irgendwelche anderen Räume. Die Gegner kommen ja alle zu mir. Wow. Freunde, wir sind eigentlich recht stark. Obwohl wir kein Damage-Item bekommen haben. Aber durch dieses Double Shot ist das mega nice. Also ich kann mich gerade nicht beschweren. Guckt euch das mal an, wie ich die hier wegschnetze. Was haben wir hier? Ach, hier, diese Dinger. Ja, mein Gott. So. Ach, einmal getroffen. 20 Münzen. Holen wir uns das hier. Oh, das hier ist auch mega geil. Holen wir uns dann jetzt gleich, wenn wir die Münzen voll bekommen, bis dahin. Ich denke mal, es wird das kleinste Problem, denn wir, ja, hier, guck mal, haben wir ja schon wieder ein paar. Ja. Holen wir uns gleich diesen komischen Pilz noch. Und dann ist die Welt auch erstmal in Ordnung. Es ist zwar kein Damage-Item. Ah, oh, eine Münze fehlt. Aha. Was haben wir hier? Ein bisschen Feuer. Aber ich denke mal, hier ist auch keine Münze drin, ne? Mies. Richtig mies. Mann. Ah, immer noch keine. Alter. Soll er sich mal entspannen? Komm, so. Nice. Was bekommen wir? Ach. Holen wir uns trotzdem einfach mal. Einfach damit wir es haben. Mir fehlt eine fucking Münze jetzt. Muss ich hier einmal rein? Aha! Richtig unnötigen Schaden muss ich hier gerade nehmen. Ja, wow. Hat mir jetzt auch sehr viel gebracht. Naja. Hebe ich mir die Münzen für die nächste Ebene auf. Schlüssel haben wir ja. Das heißt, brauchen wir uns ja in der nächsten Ebene dann gar nicht kaufen. Und haben jetzt quasi 11 Münzen direkt. Und können die ausgeben. Was ist das? Nice Head. Okay, macht jetzt gerade keinen großen Unterschied. HP Upgrade. Nehmen wir auch Danken an. Was haben wir hier Schönes? Na, vor allen Dingen, ich habe immer noch keine Bombe, ne? Ah, hier Fire Raid. Muss ich mir auf jeden Fall gönnen. Muss ich mir holen. Und da wir jetzt am Anfang in dieser Ebene sind, kriegen wir sowieso noch genügend Münzen. Wow, 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 wow.
So, weg mit euch. Das Buch benutzen. Denn das andere wäre nur Verschwendung. Ah, also Schaden mache ich gerade richtig nice. Oh. Ob das gerade so schlau war, da einfach stehen zu bleiben? Ich weiß es nicht. Ja, wo sind denn die? Da sind sie ja. Und da sind sie. Und da. Oh. Wow, wow, wow. Alter, was stimmt denn mit denen nicht? Alter, was geht denn jetzt hier gerade ab? Ich war da unten gerade voll gefangen. Oh. Und fertig. Mein Gott, nochmal. Haben wir. Was ist das? Was ist die Schraube? Weiß ich nicht. Müssen wir dann irgendwann mal gucken. Also später eventuell. Einfach mal 15 Münzen dafür ausgeben. Und hoffen, dass es was Gutes ist. Ja, der ist eigentlich auch recht entspannt. Ist halt wie Gurdy. Und ja. So, nice. Wer ist da? Da ist der. Oh, den mag ich gar nicht. Der macht solche komischen roten Kackhäufchen. Und wenn ich dagegen komme, mache ich Schaden oder nehme ich Schaden. Oh, mein Buch ist voll. Diese roten Häufchen meinte ich nämlich. Ah, los, komm. Ich will ihn einfach nur weg von diesem scheiß Kackhäufen locken. So, jetzt geht er nämlich so diagonal. Das heißt, er ist nämlich schon fast tot dann. Also sonst habt ihr auch unten die Lebensanzeige. Ach. Oh, dieses Hin und Her macht mich so verrückt. So, haben wir. Münzen einsammeln und mal die Schraube holen. Was sind das? Tears und Shot Speed Up. Hm. Warum auch nicht, ne? Ja, los, komm. Holen wir das. Ja, der bewegt sich ja auch. Ah, fuck, Alter, die rote Spur. Mann. Warum kann ich nicht einfach fliegen? Och. Mein Gott. Ja, muss ich halt jetzt so von Weitem machen. Und dann darf ich einfach nur hoffen, dass da kein Gegner jetzt irgendwie zu mir in die Nähe kommt. Denn da bin ich am Arsch. Boah, und die spawnen die ganze Zeit diese komischen... Achso, ist er schon tot. So. Nice. Und jetzt so. So kann mir nämlich rein gar nichts passieren. Uhu. Knappe Angelegenheiten hier. So, los, komm. Du stirbst jetzt auch. 3, 2, 1. Und geschafft. Oh, Krampus. Los, Krampus. Gib mir deine Kohle. Oder Krampus Head ist auch nice. Ja, wir bekommen hier diese Kohle. So, dann... Ja, mit einer Münze im Shop bringt nichts. So, und next. Oha, vorne. Wenn das so weiterläuft hier, dann...
Also, wenn wir weiterhin stark werden, dann kann ich mir echt einen richtig geilen Run hier vorstellen. Jetzt nochmal Range up. Ob das so viel Sinn alles macht, weiß ich nicht. Eigentlich nix. Rerollen, haha. Das war's dann auch schon. Ach, da sind mehrere von diesen komischen schwarzen Dingern. Oh. Warum explodieren die von alleine? Ah, so. Hoppala. Oh, nee, das sind diese Dinger, die selber explodieren dann. Wow. Ja, wo, ach da. Boah, Alter. Ist das ein richtiges Gematsche hier? Los, ich will den Shop. Jawohl. Erstmal einen Schlüssel holen ist nirgendwo im Angebot. Okay. Mach jetzt so. Und dann wie wollen. Ich denke mal, dass entweder das oder das hier. Das gibt mir zwei blaue Herzen. Das macht meine Sachen, die um mich herum sind, quasi meine Buddies, größer. Größer und stärker. Was ist das hier? Taschenlampe. Ah, auch nice. Kann man ja einfach mal mitnehmen, ne? Und los. Wow. Warum sagt mir denn keiner, dass da noch diese möchtegern durchsichtigen dabei sind? Haben wir. Oh. Oh ne, den mag ich nicht. Da, nee, ich wollte gerade schon sagen, dann nehme ich Safe Schaden. Weil ich finde den einfach so ätzend. Aber jetzt bin ich gut ausgewichen. Und los. Ach, schon tot. Ich dachte, du willst nicht prüfen. Eine Münze fehlt jetzt noch. Ich kann kotzen. Ja, es sind ja eigentlich auch recht chillige. Meiner Meinung nach. Klar, die machen hier ab und zu mal ein bisschen grüne Farbe auf dem Boden. Aber das war's dann aber auch schon. Oh, fuck. Aus Grüne darf ich natürlich auch nicht drauf. Macht genauso einen Schaden, als wenn ich hier über das Blut laufe von den Gegnern. Also quasi, wenn es frisch ist. Zwei schwarze Herzen. Nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch ein halbes rotes. So. Wir holen uns. Na komm, holen wir das. So, man sieht's. Mein Würfel ist sehr, sehr groß. Ja. Nächste Ebene. Freunde, wir sind jetzt in der vorletzten. Ja. In der vorletzten Ebene. Bevor wir halt zu Greed gehen. Und ich habe Greed letztens noch auf meinem privaten Speicherstand gemacht. Mit einem halben Herz. Also muss ich sagen, läuft mittlerweile. Gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Oh, hier zwei Bomben. Und so, haben wir. Ja, soll. Komm, ich spreng die mal weg. Und ja, Mann. Geh mir ein bisschen was. Ist auch gerade nicht sehr viel, ne? Na egal. Wir gucken mal, was wir hier bekommen. An insgesamt Münzen.
wie viel wir am Ende dann zusammen haben. Ich weiß auch gar nicht, ob man, wenn man jetzt zum Beispiel Greed geschafft hat und dann kommt ja auch so eine Donation-Maschine dahin, wo du spenden kannst. Muss man da einen gewissen Satz spenden oder ist das einfach nur, weil du Langeweile hast? Wenn das dann einer von euch weiß, gerne mal schreiben. Und denn da habe ich echt keinen Plan. Ich weiß wohl, was man bekommt, wenn man in diese normalen Donation, eine normalen Donations Maschine spendet. Da kriegst du nämlich, ja, schaltest halt Sachen frei. Aber so jetzt schwer zu sagen. Ganz schwer zu sagen. Ein Raum noch. Oh, oder einmal getroffen werden. Geht auch. Waha. Slalom, Baby. Slalom. Oh, Slalom mit Schmerzen. Aber Raum haben wir geschafft. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn? Double Change. Das heißt, ist schon lädt schneller auf oder was? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Oh, Mensch. Oha, Junge. Warum springen die denn direkt auf mich drauf? Oh, den mag ich aber auch nicht. Oder die komischen Geisterdinger. Oh, Leute, warum? Könnt ihr mir nicht einfach mal in Ruhe lassen? So, haben wir. Ah. Nervig. Oha, wo sind meine ganzen Herzen hin? Ich weiß noch, erste, zweite Ebene. Da hatte ich ja keine Ahnung. Mega viel. Ja, sicher. Warum sollte man mir auch irgendwelche Items geben, ne? Wird ja immer mal langweilig auf Dauer. Versuchen. Eventuell klappt's. Und ja, Mann. Mega nice. Also, aha. Ab in die nächste Ebene und, da ist ein Geheimraum. Und zwei Taler im Feuer gefunden. Oh, und hier auch nochmal 5 Münzen. Das heißt, 7 Münzen haben wir jetzt. Kicken wir doch nochmal. Holen uns, ja, ein blaues. Mit einem blauen Herzen soll es jetzt klappen. Und wir verschwinden in die letzte Ebene. Ja, jetzt haben wir vorher erstmal diesen ganz normalen, also einen der normalen Räume. Und danach kommt ja der Greed. So. Das Buch aktivieren. Und Ultra Greed. Los, komm Junge, zeig dich. Gib mir den Sieg. Ah, Schaden mache ich wohl schon recht in Ordnung. So, was gibt's da? Oh no. Oh. Da wurde ich gerade echt von so einer fucking Münze am Kopf getroffen. Warum? Wie unnötig das einfach mal ist. Herzen. Alle Herzen kaputt machen. Denn durch diese Herzen kann er sich nämlich aufladen. Was er gerade auch macht. Oh, Bomben. Nicht nice. Oh. Irgendwas habe ich jetzt bekommen. Frag mich aber nicht was.
Was sind das für Münzen jetzt hier? Ist das ein Trinkgeld jetzt oder was? Los, Creed, mach mal ein bisschen Action hier, Mensch. Action, habe ich gesagt. Ja, aber nicht so. Mann, ihr kickt die scheiß Schüssel nicht kaputt. Kacke, Mann. Jetzt kommen die ganzen Pansen hier hin. Oha, Junge, habt ihr das gesehen? Wie nice das einfach mal war, wie ich mich da durchgeschlängelt habe. Neymar, der nur am Heulen ist. Weil ich bin ja quasi Neymar. Weil, also hier bei Isaac gerade. Denn ich kann mich bewegen wie Neymar. Und er weint halt die ganze Zeit, ne? Boah, was, Alter, Hälfte haben wir erstmal. Muss man... Oh, nein, nicht heilen. Mach sowas nicht. Warum macht der sowas? Ich glaube, dadurch wird er auch schneller, ne? Fällt mir mal so auf. Komm, Eve, Alter, Eve! Gib dein Bestes, Mann. Lass mich nicht im Stich. Ja, was? Achso, Herzen gibt er. Nicht heilen. Nein. Ich kann mich auch nicht heilen, weil du nichts spawnst. Boah, scheiße. Ich muss aufpassen. Mann. Anderthalb Leben noch. Das sieht nicht gut aus. Das wird wieder extrem eng. So. Aber wir haben es, glaube ich, gleich irgendwann mal. Oh. Boah. Oh oh. Ich brauche ein bisschen Leben. Oder kick ich den jetzt so noch tot? Komm. Komm. Nein. Nein. Jawohl, Alter. Wie nice das einfach ist. Schwarze Feder haben wir bekommen. Mega nice. Boom. Und schon wieder ein Run geschafft, wo ich irgendwie dachte, okay, wir sind stark. Könnte, also von den Items her war es schon auch nice. Hätte aber besser sein oder besser werden können. Und dann in diesem Greed-Raum sehe ich einfach nur noch, oh scheiße, meine Herzen, die gehen alle weg. Aber dass ich den dann doch noch schaffe und das mit Eve, mega geil. Yo. Mega nice. So, Freunde. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich echt darüber freuen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.